Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play L.A. Noir, Folge 53. L.A. Noir, L.A. Noir, was über meiner... Und über mich lachen, ne? Dir steigt der Glühwein nicht zu Kopf, oder was? Ja, ja. So steigt er ja an die Beine. Ja, ja. Er steigt das, mir die Beine, wo nehme ich mir zu, wenn er an die Beine steigt? Jetzt höre ich was. So, ach, denk, nee. Geh doch einfach mal rein hier. Richtig, wenn sie aufgehört hat zu lecken, mache ich das auch. Ja, genau, die andere Tür war mir nämlich nicht cool genug. Okay. Klar, erstmal eine Waffe nehmen. Darf ich den mal drüber hauen? Schieß da erstmal rum. Na, Cutscene ist auch nicht schlecht. Schön hier. Reminds me of my days as an altar. There's a light coming from the house. Nothing hasty, gentlemen. Keep your hands where I can see them, or I'll be forced to redecorate the stucco with your entrails. We're from the LAPD, sir. I'm gonna tell you only once to lower your weapon. The LAPD, you say? Is it really possible you could have found me after all this time? How interesting. Put down the gun, shitbird. Last warning. This boorish ignoramus could never have found me. It was you, wasn't it? Remember me, detective? The temp bartender. Yes, you found me. You know what I'm capable of, and yet you walk in here like lambs dressed for the slaughter. We'll see about that. Naja, dann nehmen wir doch gleich mal wieder die Maus und Tastatur zur Hilfe. Wo ist er denn? Lost in Space irgendwie. Schießt so eine Kerze aus. Achso, ich bin gar nicht auf WASD. Na, das erklärt natürlich auch, warum es nicht so richtig geht. Achso, ja. Where did he go? Down the tunnel? You can't let the son of a bitch get away. The house, Rusty. There must be another entrance into the house. Na, da kann ich auch erstmal auf den Controller gehen. Wir lassen uns das ja ganz ruhig angehen, da kann eh nirgendwo hin. Da, ist ins Haus. Ja, ja, aber richtig doch schon. In the house, in the hood! Ach, das Typ. LAPD, give yourself up! Jetzt haben wir sogar mal eine Taschenlampe. Oh Gott, das will, was ist hier los? Hat er gewohnt oder was? Das sieht fast so aus, ne? Ja, ich glaube, sowas wie Hinweise für da. Das hat keine Zeit für. Ich kann nicht sehen. Ja. Oder? Hier ging es doch runter. Ach ne, ist bloß ein Bett mit Lattenrost. Na, sag mal. Mach, schau mal rechts. War ich doch schon mal, oder? Ja, ne, hier bist du reingekommen. Das ist schon klar. Dann hast du was übersehen. Hier ist eine Tür. Bam. Woher wusste der das, dass es hier noch einen Eingang gibt? Halt. Aha. If we could bring him in alive, there's enough physical evidence for an airtight case. Dann bin ich... Cole, he's fucking nuts. What are the chances of hauling him out of here alive? Da bin ich sehr gespannt, wie uns das Spiel erklärt, dass die anderen alle unschuldig waren. Ja, was nehmen wir denn jetzt zuerst hier? Medical experience, but at least some working knowledge of biology. He's cruel and he's methodical. Das ist aber nicht der von den Zeitungen immer, oder? Nee, das ist ein anderer. Sicher? Ja. Also nicht der Professor, sondern der Junge. Oh, das weiß ich gar nicht. Der aus dem Krieg kam und sowieso ein bisschen gestört war von dem Krieg. Das kann sein. Vielleicht hat seine Holde ihm während des Krieges verlassen und er sieht jetzt alle anderen Frauen dieser Welt in der Verantwortung dafür. Das ist natürlich astreine Westentaschenpsychologie. Prometheus defied the cruel gods. This guy thinks he's doing the same thing. Defying gods can be hazardous to your health. Na jetzt. Huch! Eine bloody Badewanne. Oh Gott, das sieht aus, als hätte er so ein Schwein geschlachtet. Hat er die dann. Hat er die dann hier umgebracht und irgendwo abgelegt? Boah. Das ist ziemlich an Haaren herbeigezogen, finde ich. Momentan schon, ja. Also, also
Da ist doch eine Tür, da müssen wir rein. Guck da waren wir schon. Ach so. Das war die, die du vor uns schon mal eingetreten hast. Du wirst jetzt wahrscheinlich dort runter gehen müssen mit ja, Rusty. Dann machen wir das doch mal. Call for backup. Keep an eye out above ground. Gut, ist der Teil schon mal in welche Richtung? Na, don't let me down, Rusty. Rusty kommt nicht mit, ha? Vorsicht! You're an interesting man, Detective. Ich glaube, du musst dich zur nächsten Deckung vorarbeiten. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Soll ich mit der Maus oder? Nee, passt schon. Ich hab ne. Zumindest an, an der Hände. Hand, ah, aber dich hat er auch schon ganz schön erwischt. Sprachfasching. Ah! Komm raus! Ich glaub, der ist weitergegangen. Wo sind der hin? Ist auch nicht so genau, das missfällt mir. Surrender now or I will use deadly force. Da ist er nicht. Da muss er lang sein. Das System ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, träge. Wo schießt denn der? Bin mir selber gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist gerade der Gag dran, dass er sich halt hier irgendwo versteckt. Und niemand weiß so richtig wo, ne? So hoch? Wo geht's denn da lang? This thing has come to an end. You know that. Es ist auch so dunkel, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich meine, ich bin ja schon sehr dankbar, dass die hier immer alle Kerzen anzünden, aber... What the hell? Beruhig dich doch schon nochmal. Na, jetzt geh halt in Deckung, Cole. Am besten bevor der. Ah, ja, nee, dreh dich ruhig rum. Ja, der Kurva, Mensch. Was? Also, diese Steuerung ist, in solchen Situationen wirklich sehr unausgereicht. Oh Gott, jetzt hat er sich hier irgendwo versteckt. Ja. Jetzt hast du... Ne, immer noch nicht. Aber nochmal treffen darf er dich halt nicht. Versteck dich hinter so einem Grabstein. Ja, da kommt mit der 2 Zentimeter Stufe nicht klar. Nimm doch die Maus. Ja, aber zum... Ich nehme jetzt wirklich mal die Maus. Das ist eine Maus und Tastatur. Das wird so blöd. Ach ne, falsche Maus, haha. Das ist irgendwie komisch, also diese... Ach ne, jetzt musst du alles nochmal machen. Ich habe mir auch mindestens einmal in den Hals geschossen, also theoretisch dürfte der gar nicht mehr leben. Gut, der hat ja auch gefühlte 10-mal mit der Schrotflinte getroffen. Ja, aber in einem Videospiel wissen wir doch alle, dass wir mehr überleben als unser Feind. Jetzt müsste man natürlich wissen, was hier auf dem PC andecken, decken ist. Leertaste? Nee. Alt? Alt? Nee, Steuerung. Ja. Aber ich muss sagen, die Steuerung funktioniert auf dem PC genauso wenig wie auf der Konsole. Also mit dem Controller. Was halt auch so lang dauert, bis der. Ja. Immer wenn du ziehst, geht er weiter. Aber er will doch das denn wissen. Surrender now! Jetzt habe ich ihn zweimal in die Schulter geschossen, also. Wenn es ihm noch gut geht, dann weiß ich auch nicht weiter. Jetzt war wieder dieses scheiß Labyrinth. Mhm. Jetzt ist bloß Kantenflimmern. Was mich ein bisschen nervt, ist dieser Grafikbug, der hier immer mal so oben rein. Mhm, ja, das ist, weil es draußen regnet, warum auch immer. Aber jetzt mit der Tastatur hast du es langsam raus, ha? Ja, eine Tastatur steuert sich immer ein bisschen präziser, wie ich finde.
This thing has come to an end. You know that. Das klingt aber fast so, als würden wir danach in ein anderes Dezernat kommen. Ja, was scheint, war ja alles so recht zusammenhängt, was wir im Morddezernat haben. Ah, ja, ja. Ich glaube, einmal hast du ihn getroffen. Ja, da. Jetzt ich habe eine Waffe aus der Hand geschossen. Das, nicht klar. Ich das war ein tödlicher Schuss. Ich schieße ihn halt einen kleinen Finger ab und was passiert? Der stirbt. So ist das. Der ist auch schon da. Where's the press, Cap? I think Phelps and I should get a medal for this. This has got to be the case of the year, right? The case of the. Ich glaube, er ist da nicht ganz so zufrieden mit. Yes, Skipper. Good. Because there won't be any press briefings or commendations. What are you talking about? We got the werewolf, the guy who killed the Dahlia, killed all the other broads. You got no one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? Mason is the half-brother of one of the most highly elected officials in this country. How high? Beyond the moon for mere mortals like us, Rusty. There'll be no more mention of him. The city owes you both, but there'll be no mileage in ever bringing this up again. What's gonna happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. A procedural error here, a mistake there. All be quietly let go. The DA knows how we'll have to play it. That's it? I'm afraid it is. And I have some news for you, Phelps. No more rooting around in the entrails of cadavers and corpses for you. The head of Vice is as the chief for you. I'm reluctant to see you go through the glory boys of Anne Vice, but my hands are tied. Go home to that lovely wife, Phelps. Celebrate your. Scheinweise nicht so glücklich damit zu sein mit dem Ausgang. Ich aber auch nicht, ehrlich gesagt. Irgendwie ein bisschen. Hat auch irgendwie sehr hingeklatscht gewirkt, muss ich sagen. Ja, also das war storytechnisch nicht gut gemacht, finde ich. Nee. Aber gut. Im Großen und Ganzen, zumindest die Jagd bis dorthin war sehr spannend. Ja, aber ich sag mal so, das Ende war ja irgendwie, also das war wirklich so sehr. Ja. Friss oder stirb. Das stimmt. Breathe out, kid. You'll go purple. I'm scared, Sarge. Everybody's scared, kid. Anyone who says he isn't is a damn liar. How many times have you been in combat, Sarge? I was with Raider Battalion on Peleliu my first time. Was it bad? It's always bad. Will this be bad? As bad as it gets, kid. But you stick by the Marine next to you, and he will stick by you. Some of the guys, they aren't very friendly, Sarge. They've lost a lot of their friends in the last couple of days, kid. They think if they don't get to know you, that they won't have to grieve for you if you get killed. They're wrong. It doesn't work that way. Don't worry. No Marine in this company will let you down. Aha. Weiß jetzt immer noch nicht so richtig, was das dann alles mit unserem jetzigen Dasein so zu tun hat. Ich auch nicht. Jetzt sind wir im 7. Dezernat, was macht man da? Sitzen? Phelps, der war schlecht, ich merk's selber. This is your new partner, Roy Earl. Take a seat. A special request was made to transfer you to Advice. Gefällt mir jetzt schon nicht. Ich vermisse Bukowski. We need a man with your kind of starch on this desk, son. We have two dead Negroes found in an apartment this morning on Yucca Street. Number 6358, apartment 5. We got better things to be doing than wasting our time on two dead junkies. Did I ask your opinion, detective? Two is dead on US Army issue morphine. That makes it an advice case. Beat it! Just beat it. Jetzt muss man ja schon aufpassen, wenn man nur wenige Sekunden singt. Denn das neue Content-IT-System von YouTube ist ja sehr rigoros geworden. You could say that. We used to be partners. So, you're working with the big boys now, Cole. I guess so, Roy. I thought homicide was the primo assignment. That may be the case. I asked for you personally, Phelps. I had to pull a few strings to get you over to Advice. How does it feel?
The lieutenant seems to think I'm doing okay. Okay? Don't get humble on me, Phelps. You're doing great. You're the department pinup boy. War hero and crime fighter. What a combination. I can assure you I'm no war hero, detective. Oh, ein neuer Dienstwagen. Ja, damit können wir leben. So, der wird er sich jetzt gleich mal an unsere neuen Fahrkünste gewöhnen müssen. Ist die auch eine Sirene? Jawohl, Alter. So muss das. Ich werd verrückt. Meins. Jesus Cole, what's wrong with a good old fashioned black and white? Also um eine Sirene? Ja, wir machen wieder einen Fall. Hatten lang keine Leine. Ja, wobei doch in dieser Folge sogar schon eine. So, liebe Matze, aber den Fall wirst du dann erst in der nächsten Folge machen. Okay, dann machen wir eine Pause. Über unsere Zeit. So machen wir das. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, nämlich den Nummer 54. 53. Nee, das ist jetzt der 53. Ach, sehr ruhig. Okay. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns da wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Eleanor. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao.